Fünftens, das Schlusswort. Nach dem Tod werden die Menschen wieder auferweckt. Und der Beweis dafür ist die Aussage des Erhabenen: Aus ihr, also der Erde, haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. In Surah Taha, Vers 55. Und ebenfalls die Worte des Erhabenen: Und Allah hat euch aus der Erde heranwachsen lassen. Hierauf wird er euch wieder in sie zurückbringen und gewiss wieder aus ihr hervorbringen. In Surah An-Nur, Vers Nummer 17 bis 18. Nach der Wiederauferweckung wird mit den Menschen abgerechnet und sie werden ihren Lohn entsprechend ihrer Taten erhalten. Der Beweis dafür sind die Worte des Erhabenen: Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, auf dass er denjenigen, die Böses tun, das vergelte, was sie tun, und dass er denjenigen, die Gutes tun, mit dem Allerbesten vergelte. In Sura An-Najm, Vers Nummer 31. Alle Menschen werden wahrlich den Tod kosten, dann werden sie an einem gewaltigen Tag wieder auferweckt. Und dieser Tag ist der jüngste Tag. Daraufhin wird mit den Menschen abgerechnet und jeder wird seiner Taten entsprechend vergeltet. Wer die Auferweckung jedoch leugnet, ist ein Ungläubiger. Daraufhin deuten die Worte des Erhabenen. Und zwar diejenigen, die ungläubig sind, behaupten, dass sie nicht auferweckt werden, sag aber: Ja doch, bei meinem Herrn, ihr werdet ganz gewiss auferweckt werden. Hierauf wird euch ganz gewiss das kundgetan, was ihr getan habt. Und dies ist Allah ein leichtes. In Surah At-Taghabun, Vers Nummer 7. Wer die Wiederauferweckung, die Abrechnung und die Vergeltung verleugnet, begeht dann einen Unglauben, da er eine der Säulen des Glaubens ablehnt. Allah subhanahu wa ta'ala entsandte alle Gesandten als Verkünder froher Botschaft und Warner. Der Beweis dafür sind die Worte des Erhabenen: Es sind Gesandte als Verkünder froher Botschaften und Warner. In Sura An-Nisa, Vers Nummer 156. Der erste von ihnen ist Noah, der Friede sei mit ihm. Und der letzte von ihnen ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er ist das Siegel der Propheten. Der Beweis, dass Noah, der Friede sei mit ihm, der erste von ihnen ist, sind die Worte des Erhabenen: Gewiss, wir haben dir Offenbarung gegeben, wie wir Noah und den Propheten nach ihm Offenbarung gegeben haben. In Sura An-Nisa, Vers Nummer 163. Und der erste Prophet ist jedoch Adam, der Friede sei mit ihm. Und der Beweis ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Noah gefragt wurde, ob er ein Prophet war. Dann antwortete er: Er war ein Prophet, mit dem Allah sprach. Und der letzte Gesandte ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Beweis sind die Worte des Erhabenen: Muhammad ist nicht der Vater irgendjemandes von euren Männern, sondern Allahs Gesandter und das Siegel der Propheten. Und Allah weiß über alles Bescheid. In Surah Al-Ahzab, Vers Nummer 40. Wer aber behauptet, ein Prophet oder Gesandter nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sein, ist ein Lügner und ungläubig. Wenn jemand aber solche Behauptungen bestätigt, ist ebenso ungläubig.